Hallihallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht hier meinen Ansman Short Cruise. Und ja, warum steht er hier? Was wird heute gemacht? Heute erkläre ich ein paar Sachen. Und es kommen, ich sage mal, zwei, drei kleine Unboxings. Aber ja, ist erstmal egal. Worum geht's hier? Warum steht er so ohne Motor, ohne alles? Ja, im Grunde genommen wollte ich ja den hier einbauen, den 25er mit dem Ansman Milkery so. Und ihr seht, da fehlt ein Motorbock. Ja, warum? Hier ist der Motorbock und ihr seht schon, wenn ich ihn mal umdrehe, was da passiert ist. Ja, hier ist beim Abschrauben des Motors, beziehungsweise beim Abschrauben des Motorbocks von dem anderen Motor, die Schraube einfach abgebrochen. Ich habe einfach gedreht und dann hat es knack gemacht. Ich habe erst gedacht, die Schraube hätte sich vom Motorbock gelöst, aber die haben wohl so viel Loctite reingeknallt und so, ich sage mal, unhochwertige Schrauben benutzt, dass die Schraube einfach abgebrochen ist. Weil ich habe ja nicht mal wirklich Kraft aufgewendet, aber musste auch schon für die anderen Schrauben sehr viel Kraft aufwenden, damit die Schraube überhaupt sich löst. Das dazu, hier steht mein Overheater, der ist soweit fertig, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu einer Sache, die dafür kommt. Die Motorböcke habe ich hier, die habe ich aus England bestellen müssen, da hier in Deutschland kriegt man sie nicht mehr. Und ja, in England habe ich die Motorböcke bekommen. Sehr teuer für Motorböcke, was habe ich bezahlt? Ich glaube, für Motorböcke mit Versand, ich glaube, fast 20 Euro, weil Versand halt auch so hoch und natürlich der Pfund-Euro-Preis ist auch natürlich, ein Pfund sind glaube ich irgendwie um die 70 Cent bei uns, der Euro steht etwas schlechter als der Pfund da und deshalb sind die Sachen etwas teurer, aber naja, um den fertig zu kriegen, ist es mir auf jeden Fall wert gewesen. Und ja, dann kommen wir mal zu den nächsten Sachen oder zum, besser gesagt, nächsten Auto, was ihr noch nicht kennt und wozu ich mal gesagt habe, dass ich mal auf Strecke fahren möchte und wettbewerbsmäßig unterwegs sein möchte. Bis gleich. Ja, da haben wir ihn. Es ist ein Team Associated. Der Team Associated RC8.2 Factory Team, also die Wettbewerbsvariante davon ist das, mit einer, ja man erkennt es jetzt schlecht, aber zeige ich euch gleich, LHP Competition Starter Box und Akkus und so ein paar Sachen waren da noch bei, aber da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, war halt zwei Glühkerzen, zwei Satzreifen. Und ja, ich bin ihn schon gefahren, fährt sich richtig, richtig geil. Ist ein Team Orion Motor. Der Wagen hat gelaufen ungefähr, was hat er gesagt, 2,5 Liter. Ja, da stehen auch noch zwei nigelnagelneue, frische Ready to Race 20%ige Tornado Kanister, die dabei waren bei dem Auto. Und wir machen ihn jetzt einfach mal auf. Ja, es ist verbaut, das passende Reso dazu, natürlich auch competitionmäßig. Zwei Servix-Servos, die SA1258 TG zweimal. Wie gesagt, der Team Orion Motor und halt, ja, der Wagen an sich. Für den habe ich bezahlt nur komplett mit 2 Liter, mit 4, 4 Liter, nee, mit 4, mit 5 Liter Sprit, 2x2,5 volle Kanister, 2x2,5 Liter 25%ig Nitro, mit 2 Satz Reifen noch, ein Satz Gladbahner Reifen, genau, so halt Gladbahner Reifen, ich zeige euch mal ein, so ein, also die hier, die kennt man ja. Und ein Satz von denen hier, das sind die von Ansman Racing, sehen ganz gut aus. 150 Euro
für das Ganze. Und da konnte ich echt nicht meckern, weil ich bin auch sofort zu ihm hingefahren. Das war bei mir in der Nähe. Oder was heißt bei mir in der Nähe? 60 Kilometer waren das. Aber ich bin an dem Abend, das war ein Freitagabend, wo ich von der Arbeit kam und den gesehen hatte, habe ich ihn angeschrieben, dreimal. Er hat nicht geantwortet. Dann habe ich ihn sofort angerufen. Und da waren auch schon Interessenten für. Aber da der hätte verschickt werden müssen. Und ich habe gesagt, ich komme sofort vorbei, ich nehme den. Und habe ihn natürlich dann auch sofort gekriegt und genommen, weil, mein Gott, für das Geld kosten ja teilweise 100 Euro die Servos. Der Sprit kostet ungefähr 60 Euro. Der Motor, ach, das kann man gar nicht beschreiben, wie viel Geld das ist, die der eigentlich wert hätte, anstatt den 150 Euro. Also, ne, deshalb. Dann kommen wir zu den, ach so, dann kommen wir noch zu der Starterbox, hatte ich ja gesagt. Das ist die LAP Competition Starterbox Spec 2. Da waren noch 2 3S Lipos drin. Von Turnigy, nichts Besonderes, aber damit läuft sie. Und ja, dann kommen wir zu den nächsten Sachen. Bis gleich. Ja, kommen wir erstmal zu den etwas kleineren Sachen, wie man schon sieht. Ich habe mir die Turnigy Dreher bestellt, mal die etwas längeren. Die auch echt gut verarbeitet aussehen. Problem ist, eine Kamera will das jetzt gerade nicht so scharf stellen, ist aber auch egal. Die sehen echt wirklich super verarbeitet aus. Und ja, dann habe ich mir bei Hobby King noch den Empfänger bestellt für die GT. Toll. Für die GT2 beziehungsweise für die GT 3.2 sind 1:1 die gleichen Empfänger und die kann ich dann für meine GT3 benutzen, für meine GT3. Für die GT 3.2 weiß ich es gar nicht. Ich hatte mich nämlich gerade versprochen, für die GT 3.2 weiß ich es nicht. Auf jeden Fall geht die für die GT2 und die GT3 dieser Empfänger. Ja, werde ich auf jeden Fall benutzen. Dann kommen wir zu der nächsten etwas kleineren Sache. Habe ich mir zweimal die Diamond Servos bestellt. Ich hole die mal kurz raus. Ich hoffe, ich kriege das mit einer Hand hin. Ja, kriege ich sogar. Aber die kennt man ja, die Diamond Servos. Diesen silbernen Aufschrift Diamond. Das sind die DS5100. Ja. Da kann man es lesen, DS5100, 2 Stück für den Huntsman Short Cruise. Und dann kommen wir zu einer Sache, die für den Terrier ist. Ich habe mir, wie ich auch schon gesagt, das Kyosho Reso gekauft. Ja, da gab es ja so ein paar Unstimmigkeiten von meiner Seite aus. Weil er hatte mir nämlich das mit diesem verstärkten Auslass geschickt von Team Kyosho. Mein Wissen nach war das für den 21er Motor. Ich habe aber mit dem Händler gesprochen, das war halt auch aus England. War halt auch ein paar Kommunikationsprobleme, aber dann haben wir es hinterher beide verstanden, was wir von dem anderen wollten und ja, weil mein Schulenglisch dann, mit dem Schulenglisch kommt man nicht so viel weiter, wenn man wirklich auf Details geht und. Meiner Meinung nach war das Reso das für den 21er und das mit dem langen Auslass für den 25er. Dann hatte ich mich nämlich auch beschwert, weil das ist ja, weil ich nur halt wusste, dass das für den 21er ist und auf dem Bild halt auch das mit dem langen Auslass war und ein paar Bilder mit dem. Und dann hat er mir erklärt, dass dieses Reso einfach nur das Offroad-Reso dafür ist. Und das mit diesem langen Auspuffstück, sag ich mal, mit dem langen Auslass, das für den Onroad-Bereich ist, für den 25er Motor. Das Reso passt genauso für den 21er wie auch für den 25er. Und das wollte ich hier damit nur mal kurz klarstellen.
Weil ich mich nämlich auch gewundert hatte und mich gefragt hatte. Und die Information habe ich natürlich von dem Händler gekriegt. Der Händler ist aber auch ein fast nur ausschließlich Kyosho-Parts-Verkäufer, der nur Kyosho, fast nur Kyosho-Sachen verkauft. Und er nennt sich auch fast so ähnlich. Deshalb gehe ich zu 99%iger Sicherheit davon aus, dass er mir keinen Scheiß erzählt hat und dass das wirklich so stimmt. Das kommt an den Overheater dran. Und dann kommen wir zu einer Sache, wofür das Hauptteil noch gar nicht da ist. Weil ich muss zugeben, ich habe mir wieder was gekauft und ich musste es einfach machen für den Preis. Kommen wir erstmal zu der Sache, zu der, also wofür die Sache gedacht ist oder ein Anbauteil, sage ich mal. Nämlich ein, jetzt werden alle i schreien. Ein Go Engine, aber was für einer? Es ist ein. Geh auf. Mensch, du. Genau, es ist ein Black Mamba. Der Black Mamba, den habe ich gekauft für einen guten Preis. Er hat 1 Liter gelaufen, circa 1,5 Liter. Und sieht echt super noch aus. Und dann komme ich mal zu der Sache, die ich mir gekauft habe. Ich habe ja den Ansmann Short Cruise. Und ich habe ja letztes Mal schon im Video gesagt, von wegen Ansmann Terrier, den ich ja gar nicht besitze. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch keinen besessen. Aber ich habe mir wieder einen gekauft. Der kommt jetzt auch die Tage. Und da wird natürlich auch ein Unboxing zu folgen. Und da soll der Motor dann auch rein, damit der Ansmann Terrier halt ein bisschen mehr Power hat. Weil der ist halt fast wie neu, der Ansmann Terrier. Und hat halt nur den 21er Motor drin, der meiner Meinung nach zu klein ist. Naja, Leute, das war's erstmal von dem kleinen Unboxing plus der kleinen Info. Ich werde jetzt alles fertig bauen und dann werden wir uns nächste Mal sehen, vielleicht beim Fahren oder wenn ich nochmal was erkläre oder. Dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein.